Komm schon. Wieso bin ich out of range, Mann? Kann jemand das Ding steuern? Ja, ne. Oh Gott. So ist er das. Du wirst Ding, du schießt gar nicht darauf. So. Sind wir die einfachsten Punkte, Objective Punkte. Einfach mal Objective spielen am Anfang. Wenn man ein Spiel anfängt, dann kriegt man schön Punkte. Dann macht es man sich nur noch einfacher. Warum hast du das Ding verloren, Mann? Was bist du eigentlich? Für mich aus geil. Oben. Au. Was hat? Tschüss. Was schon wieder hier? Ich bin der Offizier, ich darf das nur anfassen. Okay, wenn wir nicht hier hinkommen, ne? Wir müssen eigentlich nur hier einmal rumlaufen, ne? Und erledigen. Okay, du bist auch ein Offizier, du darfst das. Ah! Ah! Wir haben 0 Kills. Ich tue einen pazifistischen Krieg führen. Hi. Na. Jetzt kann ich mal sehen, ob das funktioniert. Da macht mal jemand das Schild von dem Trail kaputt. Macht mal jemand das Schild von dem Teil kaputt. Na. Oh. Great Defense, danke. Ah! Ich hatte einen Unfall. Hilf mir! Ey! Das darf doch jetzt nicht wahr sein, ey. Diese Pisser, ey, die haben ein Gebäude auf mich einstürzen lassen. Das ist kein Tod, den ich verdient habe. Ich verdiene einen heroischen Tod. Einen, mit dem man irgendwie eine Statue baut, um mich zu ehren. Oh, das Beste wäre natürlich hier, ne? So, die Frage ist jetzt, wenn ich tot bin, ist mein Geschütz immer noch da? Nee, ne? Oh. Oh. Hey. Oh, mein Geschütz tötet irgendwas, glaube ich. Übrigens immer noch kein Kill. Also mein, mit so einem MG wird der hier locker alles wieder brezeln, aber nein. Oh Gott. Machst du da? Ich geb dir eine Fresse. Ich wollte einfach mal jemand mit diese Combo hier angreifen. Oder war Maul. Oh, wir haben ein Problem. So, ich bin euer Offizier, was geht? Nicht einnehmen, bitte, nicht einnehmen. Wo ist das?
Komm schon. Kann mein verdammtes Ding auch irgendwas hier töten, ey. Ja, das war sehr geil. Das auch. Direkt reingegangen. Direkt reingegangen. Mann. Okay. Boom. Ja, schaffen wir das? Jo, wir schaffen das. Oh, wir sind sauber davon am Sterben. Alter! Die Tür auf! Ah! Nein. Meine Augen! Meine Augen! Alter! Warum ist hier alles in Zeitlupe? Ah! Lass mich aus dem Weg! Lass mich aus dem Weg! Lass mich aus dem Doktor, ich bin weg. Ja, Kacke. Ah, boah, das sah sehr schmerzhaft aus. Die drücken uns weg, die drücken. Oh Gott. Ja. Nein, nein, nein. Geht raus aus dem Thronsaal, ey, boah. Bitte. Da ist die Pferde. Oh. Mein Ding nur am Stehen, hey, ne? Oh, hi Ray. Komm mal bitte in den Thronsaal und tu alles töten, was da drin ist. Jetzt kommt die Kavallerie. Was hat? Und du sollst die Granate werfen. Ah. Ah. Nein, da ist eine Granate. Ah. Überall fliegen Leute. Ah. Ah. Ich fliege auch durch. Ey, was passiert hier? Oh. Na, ja, ich muss Dings mehr Punkte haben. Kann ich einen Wookie steuern? Wookie Cookie Cooking. Okay. Nein. Wir dürfen nicht verlieren. Wir sind die Republik. Wir dürfen jetzt noch nicht verlieren. Erst später. Hi. Tschüss. Alter. Ein Player Damage. Ein Schaden habe ich angerichtet. Wir sind mich auf Namen. Kino bla bla. Ah, ich wollte einen Wookie-Krieger hier nochmal testen. Okay. Oh, ich habe alle. Nee, ich habe nicht alle. Ja. Oh. Endlich kein Kratzen mehr im Hals. Ich weiß gar nicht, wie lange ich hier noch spiele, ey. So anderthalb Stunden bin ich auf jeden Fall schon am Spielen. Es wäre noch nicht langweilig. Ich wahrscheinlich morgen gar nicht mehr zocken. Dann muss ich halt warten, bis das Endspiel da ist in einem Monat. Anfang November irgendwie so. Kurz bevor der Film kommt, ne? Obwohl der Film, da kommt ja im Dezember wieder. Also Episode 7, 8. Ja, Offizier immer noch 0. Roger, Roger. Also auf engen Räumen war der Offizier schon sehr viel nützlicher. Hallo? Players needed. 11, ja. Wo bleibt denn hier? Ja.
Gut. Sind alle schon erschöpft und wollen sie nicht mal zocken oder was? Oh, Johnny. Was ist dieses Zeichen hier? Okay, also wir uns ein Dings. Du machst ein neues Match. Er kam. Bevor ich irgendwie angefangen habe zu zocken, habe ich irgendwie gesehen, boah. Irgendwie, weil jemand hat einen 12-Stunden Livestream von diesem Spiel gemacht. Alter. Junge. Da sieht man die Beta richtig aus. Ja, Belkman Strike. Ich glaube, die Dinger, die ich hier bekomme, sind irgendwie geskriptet, oder? So nehme ich das Gefühl. Mal alles die neuen Sachen hier ausrüsten. So, Strike. Strike. Yeah, stand by using Bell Command that allows your allies to withstand more damage. Okay, das habe ich gerade, ne? Wenn auf Bell Command, that gives unlimited weapon cooling to yourself and your allies for limited time. Nein. Das ist eigentlich viel besser. Ah, boom. Ein oder zwei Matches gehen heute noch. Hallo. Also, was ich von der Preview gehört habe, hier der Schauspieler von Finn, der hat ja gesagt, hier so, was einen so erwartet. Und jetzt bin ich Level 2. Was? Der hat auch gesagt, irgendwie war irgendwie dreimal so viele Karten zum Spielen, dreimal so viele Einheiten, dreimal so viele Waffen. Aber ja, der, das war schon vielversprechend, was der gesagt hat. Ja, der jetzt von der Voll, er hat jetzt von der Vollversion gesprochen natürlich, aber das, was ich meine, ne? Auf jeden Fall gut das Spiel. Mir macht das Spiel richtig Spaß. Ist nur halt wie im Battlefront 1, wenn man irgendwie besser wird, macht das Spiel natürlich ein bisschen mehr Spaß. Wenn man ein bisschen mehr killt und so. Ist natürlich noch besser, aber Alter. Hey, da gibt's doch nicht. Also wieder Nerd-Trooper. Oh, I have glasses, I'm special. Ich mein Studium in Druiden töten gemacht. Verdammter Snob. What are you doing, bro? Ja, ich find's irgendwie komisch. Oder ironisch, dass ein Druide Dingens braucht hier, hier solche Ferngläser, um Gegner irgendwie zu entdecken. Könnte irgendwie meinen, Druiden hätten sowas in ihren Augen oder Sensoren oder irgendwie so. Rattengegner vorbeigelaufen. Kommt schon, töte was. Ach, das sind die Dinger. Bin schon gefragt. So, ich muss ein bisschen. Kann man die Waffen auch irgendwie aufleveln? Nee, ne? Bei Sniper-Gewehren sind ja irgendwie besser, wenn die mehr Schaden machen, ne? Wenn ich mal irgendwie vor kurzer Zeit Battlefront 1 gespielt hätte, dann wüsste ich vielleicht noch, was wichtig ist und so. Bei Battlefront 1 wurde ich nach einer Zeit richtig gut. Aber kam auch nach sehr langer Zeit erstmal. Ja. Ach komm schon. So, sowas noch nicht. Papier, Papier, Mann. Boah. Was ist das?
Nur schön, wenn ich den gesehen hätte, ne? Wenn ich den Gnadenschuss geben kann. Zeichen oben, nicht gut. Ein Kompass. Aber finde ich gut, dass jetzt wieder. Ich habe das Gefühl, das Spiel ist jetzt wieder ein ganz eigenes Spiel geworden. Der Battlefront 1 war irgendwie so ein kleiner Klon von Battlefield. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich liebe Star Wars, ich liebe Battlefront, aber Battlefield macht sehr viel mehr Bock. Ich glaube, ich kann das auch einfach behaupten, weil das von denselben Machern. Also ja, ich glaube nicht, wenn die aus irgendeinem Grund meine Videos sehen würden, dass die irgendwie angestinkt werden, wenn ich irgendwie was, ich ein anderes Spiel hier von denen ja komplimentiere. Ein Kompliment gebe, mein Gott, ich versuche das Wort, ja. Wörter um mich zu werfen. Das ist furchtbar. Aber jetzt fühlt es sich schon wieder so ein bisschen an, als würde ich ein anderes Spiel spielen. Ja, komm. Warum war der jetzt nicht? Komm schon. Ich habe den 159 Schaden gemacht. Der ist doch. Ich habe nur 150 Schaden. Okay. Ja, natürlich nicht komplett getötet. Na klar. Da kann ich irgendwo mein Level sehen von den einzelnen Einheiten. Ich weiß nicht, ob irgendwas bringt, die hoch zu leveln. Außer diese Dinger hier freizuschalten, diese Slots, mit denen ich mehr Karten auslösen kann. Man kann das ja nie wissen. Na los, kommt. Dann noch den Links anhalten. Bist du? Bist noch da, ne? Komm auf, da ist er dann. Oh. Den gesehen. War du Bibel, Mann. Ah. Der da hinten habe ich getötet. Ey, dieser blöde Pisser ist direkt vor mir. Hey, habe ich den angeschossen, ey. Ich hätte ihn bestimmt voll mit einem Schlag erledigen können. Irgendwie sowas. Irgendwie so hat Badass. Dann kam auf einmal so ein Verbündeter, ist vor mir gelaufen und denkt sich so, oh, ich ruiniere den Daniere seinen Tag. Ja. Oh Mann. Einfach nur für mich oder? Oh meiner. Reicht meiner. Ist irgendwie unheimlich, wenn ich irgendwie alle anderen gegnerischen Spieler auf einmal sehe. Leiden ist das Ding, das heißt, sie müssen dahin gehen, aufzählen, das heißt, sie müssen von da aus irgendwo kommen. Ne? So, hier ist auch ein guter Platz zum Snipen, oder? Ey, wie rollen die? Wie machen die das? Doppelt.
Oh Gott. Hi. Na? Na, okay. Totem Wing. Ich will den Sniper spielen, lasst mich. Ach Gott. Wahrscheinlich bin ich die ganze Aufnahme lang hier irgendwie zu leise und man hört mich kaum. Wäre natürlich der allerbeste jetzt. Die machen diese grünen Strahlen. Ja, was bringt denn das, wenn ich die jetzt anvisiere? Sehen dann alle auf der Karte, sehen dann alle meine Kollegen die? So war nämlich im Battlefield, da konntest du einfach nur Q drücken. Sobald du irgendjemanden im Visier hattest, alle anderen auch von deinen Verbündeten haben die dann gesehen. Wahrscheinlich schon 10 Leute hier töten können in der Zeit, in dem ich das gemacht habe, ne? Jetzt ich komme dann an, muss ja. Die Leute stehen bleiben, dann bin ich ein guter Sniper. Ja, den habe ich gerade wieder gesehen. Hey, na, was ist das Licht, was sie da immer haben? Die bringt doch eigentlich gar nichts. Es scheint immer Sniper zu sein, bitte. Gar nichts bringen, ey. Warum haben den Sniper? Phase 2, okay. Euer 66. Hi. Ja, der Typ nur, hey, ihr läuft ein Sniper durch die Gegend. Okay, ich weiß ja, Offizier ist jetzt in dieser Phase ein bisschen besser. Also machen wir Offizier. Ja, ist klar. Vom 34 ist jetzt nicht so unmöglich. Oh Gott. Was ist das? Ja. Ja. Was zum? Hallo? Kann mal jemand töten? Ich hab ihn noch getroffen. Ah! Ich hab ihn auch voll gegen die Birne geschossen die ganze Zeit. Ja, ich habe nur AP von dem Viech irgendwie abgezogen. Ich hab das Gefühl, so, ich schaff das nicht mehr, glaube ich. Na komm, riskieren wir es. 14 Punkte, ja, schaffen wir locker. Ja, heil. Heil mich. Und wir sind sowas von tot. Ah! Oh mein Gott, ehrlich? Defeat. Feed? Warum sind eigentlich, könnt ihr irgendwie meinen, von den Droiden wären irgendwie Menschen oder nicht Droiden, irgendwie so Offiziere oder so, ne? Also sind irgendwie
Druiden, andere Druiden am Befehl liegen oder was, ne? Okay, hier haben wir auch alles. Boom, 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 boom. Ich nehme an, das sind so tägliche Herausforderungen oder so. Soll ich noch bis Level 10 spielen? Ja, ne? Vielleicht ist Level 10 ja Maximum. Weiß man ja nicht, ne? Ist auch für einen Ausgang geschildert, ne? Wer noch mal die meisten AP? Ah, so, jetzt machen wir wieder. Spielen wir den Nerd Klontruppler. Nerd. Ich glaube nicht, dass ich jemals irgendwie 5000 Punkte erreichen werde. Gar nicht mehr so einfach. Ich hoffe ja gerade mal so 2000 Punkte. Wenn ich gut bin. Aber dann bin ich auch richtig gut, ne? Ich glaube, ich diese eine Runde richtig gut spiele, dann kriege ich 2 Level, hoffentlich. Boah, Entschuldigung. Ah ne, man muss Level 10 erreichen mit irgendwelchen Klassen, ne? Neue Slots freizuschalten. Okay, Team, this round win. Würde gerade meine Dings rausholen und die alle. Weiß ich nicht, hier alle anvisieren hier. Mein. Wie heißen die Dinger? Fernrohr, Fernglas, mein Gott. Und vergesse ich verdammt nochmal, wie das heißt, ey. Ist alles Englisch, ich bin auch Englisch. Zu meiner Fallzeit zu viel Englisch irgendwie gucken und lesen und. Was weiß ich. Da fallen mir hier die deutschen Worte wieder ein. Hi. Ah, ehrlich. Goat sitzt Goat. Okay, komm, genug rumgealbert, jetzt mach mal. Mir noch keinen Schaden angerichtet, ey. Wenn er einmal in gegen ein Team spielt, das hier voll überpowered ist, dann bin ich nicht gut. Ah, da hinten ist einer. Willst du mich auf den Arm nehmen? Und dann ist das verkackte Ding genau da vorne. Oh Gott. Did he just do that? Oder dann soll ja anständig enden. Nicht mit der verdammten Niederlage. So, hier ist das Ding irgendwo. Nimmt das meine auf. Mach ein bisschen Schaden. So einfach. Alter. Das ist mich. Ich muss mich hier verarschen. Da ist das Ding, nimm doch mal einen auf. Boah, Leute. So. Ah. Alter, die machen uns ja fertig. E3 ist das höchste, was einer hier an Eliminations hat. Okay. Ja, das Ding. Oh Gott. Können wir da hinten? Nein. Oh, ich bin schon hier. Bin schon hier. Here I am.